Wo ist er denn? Wir gucken uns hier drüben nochmal um. Kannst du kurz warten? Nee, hier ist nichts. Hier ist nur ein aber da drüben ist noch ein. Ha! Alles kaputt machen. Ha, ein Hauch von Griechenland. So. Ja, bin da. Und weg ist er schon wieder. Das, wie er da einfach, wie kannst du denn da? Toll, und ich darf hier immer wieder über Vogelkot klettern. Na super. Ganz ehrlich, so wie der Junge sprengen kann, ne? Wäre es doch ein leichtes. Wo hat er jetzt eigentlich den Neonumhang her? Der war doch vorher nicht so in der Farbe. Tja, back to the 80s. So, wo lang geht's denn? Nach rechts wahrscheinlich. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Ich würde mal kurz gucken. Ich habe überhaupt nichts gegen die Griechen. Man sagt doch immer, wenn man in Griechenland ist, irgendwie so von wegen, ist ja schön, ist aber alles kaputt hier. Und das hat man auch schon gemacht, bevor die Eurozone Griechenland absichtlich in den Ruin getrieben hat, um selber sich daran zu bereichern. Ich bin auf der Seite der Griechen, das könnt ihr mir glauben. Weil wir, also dieses Land verdient sich eine goldene Nase an dem Elend in Griechenland. Das finde ich eine ganz große Sauerei. So. Ach so, das Spielchen wieder. Was konnten wir mit diesen Kugeln nochmal machen? Wir konnten die Kugeln in irgendwas reindrücken, ne? Hier, hilft mir der Fuchs aber ausnahmslos mal richtig stark, ne? Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber der kleine Junge macht irgendwas und dann hauen die anderen gleich wieder ab. Das machen wir jetzt mal. Dann werfen wir es doch mal hier ab. Ach, so einfach ist das. Alles klar. Da kann man nicht mal kurz gucken, weißt du? Ja, komm. Okay, jetzt nochmal und dann zack ich rüber. Da muss man gucken, ob ich dann nachträglich ein Thumbnail rauskriege, falls ich gerade eins brauche für die Stelle. Guten Tag, Herr Fuchs. Na, ja, ne? Erstmal Füße lecken. Hallo, bleibst du jetzt endlich mal da? Ich glaube, der hat Flöhe. Gucken wir mal. Was haben wir denn da? Ein Nupsi? Machen wir jetzt mal an. Aus Prinzip, weil wir es können. Wir werden auch hier wieder mit Licht und Schatten arbeiten. Wow, da muss aber ein ziemlich großer Schatten werden hier. Da drüben ist noch eine Lichtkugel. Und hier können wir auch nichts mit machen. Deshalb, wir nehmen diese Lichtkugel und packen die da mal rauf. Und dann gucken wir mal. Zick. Na, nimm. So. Ja, wie, das war jetzt aber ein bisschen zu einfach. Das kann es doch nicht sein. Da muss doch aber was gehen hier. Aber natürlich, hier ist er auch noch nicht vorbei. Ich gehe da doch jetzt nicht durch. Dann ist doch hier alles vorbei. Nee, das geht nicht. Das sieht ja, da kommen wir ja. Nee. Hier muss irgendwas gehen. Irgendwas muss hier gehen. Ich weiß aber nicht was. Gib mir eine Axt. Eine Axt! Wo ist meine Axt? Okay, komm ich nicht hoch. Hier muss doch was gehen. Guck mal, der Mond doch ist doch eben auch erst. Ach, wir kommen hier nochmal zurück, ne? Wahrscheinlich. Ich bräuchte ja Tageslicht von oben. Für diese Mondgeschichte. Nee, ich brauche einfach nur einen Schatten. Nee,
wo ist überhaupt? Da müsste ja dieses Sonnensymbol irgendwo sein. Das ist hier nirgendwo. Ob das noch gefüllt wird? Das fährt auch bestimmt nochmal aus irgendwann. Okay, ja, anscheinend können wir jetzt gerade hier nichts machen. Was machst du jetzt? Schließe jetzt? Kann ich mal streicheln? Okay, vielleicht mag er nicht ins Dunkle. Auch immer diese alternativen Wege. Ich hätte ganz keine Taschenlampe. Guck mal, für Drove, die den Weg gar nicht finden, haben sie mich jetzt extra auf so einer Treppe abgesetzt. Wo haben sie mich denn abgesetzt? Ich bin doch jetzt ganz woanders. Ich würde aber ganz gerne aus eigener Kraft diesen Weg laufen. Ich dachte, ich kann da vielleicht abseits der Wege mal. Ach so, okay. Alles klar. Doch, da, es ging runter. Das sieht aber so aus, als könnte man da hinten irgendwo hochspringen. Ich muss mein Gegenlicht brennen, blendet mich gerade, weil es so dunkel ist. Da hinten ist auch noch was auf so einer Plattform. Auch mal so ein Nupsi. Hier sieht es wieder gefährlich aus. Nee, hier kommen Roboter und Maschinen ins Spiel. Ich höre so eine Art Puls hier. Ach komm, du wirst dich doch nicht davon abschrecken lassen. Doch. Ich komme da nicht rüber. Dann müssen wir das doch erst machen. Den direkten Weg. Und... Nee, was? Wo? Was ist passiert? Habe ich jetzt nicht hingeguckt. Ich habe es nicht gesehen. Mal gucken. Irgendwas wird da passieren. Was ändert sich denn hier? Also hat sich jetzt im Nachbarraum was verändert? Normalerweise hält es ja nicht lange an. Aber in der Zeit komme ich ja niemals wieder zurück. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal kurz gucken. Nee. Jetzt frage ich mich, okay, mal gucken. Irgendwann werde ich es auch sehen. Ich hoffe, dass es in diesem Raum passiert, weil sonst wäre es blöd, wenn ich es gar nicht sehen könnte. Gucken wir uns nochmal an.
Ich sehe es nicht. Nein, das kann es nicht sein. Das wird es nicht sein. Das ist, glaube ich, für die Katz, was ich hier mache. Das kann es nicht sein. Das wäre viel zu zeitkritisch hier. Kugel auf die andere Kugel? Nein, das geht auch nicht. Ich krieg die, glaube ich, aus dem Raum auch gar nicht raus. Ja, für den Fuchs, genau. Gar nicht für die Katz. Es sei denn, ich könnte die Kugel hier mal in die Seiten, in die Abgründe, wo ich eben reingestürzt bin, werfen, um mal ein bisschen... Also, pass auf, der Kleine wirft eine Kugel hier hin und daraufhin... Das erinnert mich an diese Säule, die da vorne steht, oder da, wo ich diesen Schatten reinbringen muss. Kann ich die mitnehmen? Wir werden uns gucken, was passiert eigentlich, wenn ich die hier mal so hochwerfe? Okay, kann ich überall anpacken. Ich dachte, ich müsste sie da abwerfen, gezielt. Werfen wir mal rein. Wenn du das Bein jetzt wieder zurück machst, während ich die zweite Kugel hole, dann bin ich aber ziemlich böse. War ja klar, dass ich irgendetwas aufwecke. Wow, das ist der Leadsänger von The Residents. Wie geil. Gar nicht so schwierig. Gar nicht so einfach, da so eine Treppe hochzukommen. Jetzt guckt er mich so an. Kann ich denn da jetzt hoch? Ne, da drüben ist ja auch alles kaputt. Da wollen wir gar nicht. Folgen wir mal. Haben wir noch einen Freund gefunden für den Fuchs. Guten Tag. Du tust mir nichts, oder? Ich nehme mal sicher jetzt mal eine Kugel. Ach ne, kann ich ja nicht. Dann ich folge dir mal. Oh, gut, erwartet. Sehr schön. So. Sehr unauffällig läuft er hier entlang. Was machen wir mit ihm dann? Ist das ein... Aber ja doch, jetzt erkenne ich dann die Kugel und die Beine wieder. Okay, alles klar. Wo willst du denn hin mit mir? Hey! Hey! Ist nicht sein Tag. Hey, Gamepad, ich habe dich gerade auf den Tisch gelegt. Wie, das war's schon wieder? Och man, jetzt geht's mir nicht gut. Kerl. Aha. Wird mir der jetzt eine Geschichte erzählt, die ich nie zu sehen kriege? Oder war das die Vergangenheit? Nee, kann er nicht. Das arme Ding. Der stirbt jetzt. Das tut mir, ist immer so traurig. Ja, Mooskopf. Mit letzter Kraft haben wir einen Weg frei gemacht. Was tun die denn immer alle für mich? Ist ja unglaublich. Aber das erklärt jetzt immer noch nicht, was wir hier jetzt mit dem Mond und dem... Wir sind hier noch nicht fertig.
Ach, lass uns drahten. Wir fluten das Ding und dann werden wir wieder nach oben gespült. So wird das aussehen. Okay, hier. Oh, danke für die Hilfe. Da ist da bestimmt auch eine. Nee, da ist keine. Mal hier mittig stellen. Ah. Ist das ein Loch hier? Nö. So. Moment. Ich will nur was überprüfen eben. Guck dir mal, da oben ist irgendwie... Ich würde sagen Himmel, weil da oben ja auch Bäume wachsen und es ist hell. Und jetzt gehen wir einen Raum weiter. Ich verstehe das Problem, was ich habe, oder? Oh, guck mal, Nester. Nein, da, diesmal sind sie von mir sicher. Was ist das denn da? Diese kleine unschuldige Baumwurzel. Naja, vielleicht ist es irgendwas, was ich mitnehmen muss. Ich glaube, wenn ich hier jetzt runterspringe, komme ich auch nicht. Was ist denn dann? Ich mach's lieber nicht. Boah, dunkel. Dunkel, 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 dunkel. Warte mal, geht's los? Du kommst nicht vorbei. Das ist schon ein Tag- und Nachtwechsel, ja. Könnte hier durchaus unangenehmer werden, wenn die Viecher jetzt mittlerweile so aggro werden, was? Lass mich! Ich muss sie weglocken. Ja, komm her. Okay, die haben ja keinen... Doch, die haben Respawn. So ein Scheiß. Die haben Respawn. Verdammte Axt, wie doof ist das denn? Dass die Respawn haben. Ich hab mich nicht verjagt. Na, klasse. Mal gucken, ab wann ziehe ich denn Aggro? Oh, ich habe Aggro gezogen. Lass mich! Du musst weg und du weißt es. Lass mich, lass mich, lass mich! Na toll, drei Stück. Das ist nicht euer Ernst, oder? Echt jetzt? Drei Stück und meine Fresse. So, die nehmen wir erstmal mit. Das kann ja nicht schaden. So eine Kugel dabei zu haben. Ah, okay, gut. Der Trend geht zur Zweitkugel. Na, was denn? Kommt ihr hier nicht rein, was? Wieso seid ihr denn jetzt zu viert? Hä? Ist doch Gebersgard oder wie? Bitteschön.
Meine Güte. So. Mal gucken. Obwohl, können wir die Kugel da reaktivieren? Nee, die sieht ganz kaputt aus, ne? Wir gehen mal hoch hier. Jo. Das ist ja gediegen hier. Nee, da drüben ist doch mein Freund der Roboter. Lass mich. Lass mich. Du Nase, lass mich. Wow. Mal was anderes. Schade, das wird leider nichts. Oh, Leute, lasst mich. Ihr Schweine. Nix da. Nein. Lass mich die Kugel nehmen. Lass mich die Kugel. Mich will. Gibst du mich? Lässt du mich? Gehst du raus? Ich will die Kugel nehmen. Ah, du Arsch. Das ist gar nicht so einfach. So, okay. Wir können also mit den Robotern da doch nichts machen. Dann verabschieden wir uns von diesen beiden Gesellen. Und gehen da mal hoch. Da hängt ja auch noch irgendwo einer rum. Wie ich da an vorbeikomme. Ah. Blutsauger hier. Blöd ist er auch noch. Ja, komm her. Was denn? Ach komm. Du Schande, das sind ja richtig viele da vorne. So, okay. Wir gehen spielen. Ich kann Kugeln und das geht nicht gleichzeitig. Ich müsste die Kugel da mal irgendwie rüberwerfen. Vielleicht reicht das ja schon. Das reicht. Dann hier hoch. Zack, darüber. Springen. Hoch. Und ich muss schnell sein wahrscheinlich. Im Chat wird gedichtet. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ganze. Ich hab da ein Problem jetzt, ne? Oder? Sinkt. Eventuell können wir hier entlang. Also einzelne Gestalten dann schon wieder auf nichts. Da ist eine Scherbe. Wie zum Geier soll ich mir die denn holen? Ah, da ist noch eine Kugel. Alles klar. Dann machen wir das doch.
sind ja sofort wieder da. Das ist zu schnell. Ich will diese Scherbe da haben. Die sind zu schnell wieder da, die Jungs. Wie soll denn das gehen? Ich habe jetzt, wo ich die Scherbe gesehen habe, hat mich der Ehrgeiz gepackt. Aber wie soll das gehen? Okay, die Jungs bewegen sich nicht. Okay, drei sind zu viel gleichzeitig. Zwei sind eigentlich zu viel, wissen wir ja schon, ne?